Ich habe heute etwas über den Elefanten zu erzählen. Das ist ein recht merkwürdiger Titel. Was hat der Elefant mit Scrum zu tun? Wir haben ja eben schon was über Elefantenpunkte gehört. Da werde ich nichts drüber erzählen. Da ist eigentlich genug drüber gesagt. Ich hoffe, dass wir am Ende meines Vortrags ein bisschen schlauer sind und wissen, was der Elefant mit Scrum zu tun hat. Ich hoffe, dass ich Ihnen das nahebringen kann. Ich fange aber mit einer recht schockierenden Statistik an. Wir haben das ja schon gehört, auch beim Jürgen, dass die meisten Mitarbeiter ihren Job hassen, also mehr als 50%. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt der Engagement-Index von Gallup, der wird jährlich erhoben. Und der letzte Index, der ist für 2011, der hat so schockierende Zahlen, dass ungefähr 86% der Mitarbeiter von deutschen Unternehmen, da geht es natürlich nicht nur um die Softwareindustrie, sondern um alles, eine relativ niedrige Bindung, emotionale Bindung zum Unternehmen haben. Die Umfrage wurde gemacht mit Mitarbeitern ab 18 Jahren und ist repräsentativ. Ungefähr ein Viertel hat keine emotionale Bindung, das ist schon sehr nah an der inneren Kündigung. Und mehr als die Hälfte hat eine niedrige emotionale Bindung, das geht so in Richtung Dienst nach Vorschrift. Dadurch gibt es allein in Deutschland jährlichen Verlust von ungefähr 120 Milliarden Euro, also das ist eine riesige Zahl. Das rechnet sich irgendwie aus Fehlzeiten, aus Qualitätsproblemen, Dienst nach Vorschrift und so weiter. Wie das genau berechnet wurde, weiß ich nicht, aber die Zahlen sind so anerkannt, das ist eine gute Schätzung wohl. Wenn man diese 120 Milliarden Euro pro Jahr allein in Deutschland sparen könnte, dann hätten wir kein Problem mit Finanz- und Eurokrise, dann wäre das alles kein Thema. Und meine Interpretation dieser Zahl ist, dass ein Gutteil dieser furchtbaren Statistik auch an der Motivation und an dem Spaß oder dem fehlenden Spaß liegt an der Arbeit im Unternehmen. Das haben wir jetzt schon oft gehört und ich finde, ist fast schon ein Thema für diese Konferenz, Spaß am Job. Und das möchte ich jetzt weiter untersuchen, mit Hilfe des Elefantens. Versetzen wir uns mal 3 Monate in die Zukunft. In 3 Monaten haben wir Silvester, ungefähr. Und ich denke mal, also ich habe das schon oft gehabt, und ich denke mal, Sie werden das genauso gemacht haben. Sie haben sich natürlich Vorsätze fürs neue Jahr vorgenommen. Gute Vorsätze. Mehr Zeit für die Familie, mehr arbeiten, weniger arbeiten, mehr Sport, weniger rauchen oder nicht mehr rauchen, abnehmen, was auch immer, oder zunehmen, je nachdem. Jeder hat seine persönlichen Dinge. Und das hat man sich dann Silvesterabend vorgenommen. War sicher, dass man das umsetzt. Und ich will Ihnen und nichts unterstellen, mir ist es genauso gegangen. Ich denke mal, den meisten von Ihnen ist es mit Ihren Vorsätzen so ergangen, mit diesem armen Elefanten. Sie sind dann auf die Nase gefallen, haben das irgendwie, ihre Vorsätze vergraben. Der eine oder andere hat vielleicht hingehauen und die meisten, da sind sie gescheitert. Woran liegt das? Und ich habe natürlich das Bild mit dem Elefanten absichtlich gewählt, um zu dem Elefanten überzuleiten. Woran liegt es, dass wir Vorsätze nicht einhalten, dass wir da so schwach sind? Das liegt natürlich an uns, an unserem Gehirn. Und da gibt es ein relativ einfaches Modell. Klar, das ist ein komplexes System. Ich rede auch jetzt im Folgenden nicht von Interaktionen zwischen Individuen, sondern ich rede jetzt vom Individuum. Und um unsere Verhaltensweisen oder viele unserer Verhaltensweisen zu verstehen, reicht es schon aus, mal ein ganz einfaches Modell herzunehmen. Da gibt es auch ein schönes Buch, The Switch von den Heath Brothers. Die haben dieses Modell relativ populär gemacht. Es ist in den Anfängen auch schon von Freud postuliert worden und damit will ich mich beschäftigen und damit hat auch der Elefant zu tun. Ich hoffe, es sind jetzt keine Hirnforscher unter uns, die würden mir das jetzt hier um die Ohren schlagen, weil ich das sehr stark vereinfache, aber man kann unsere Verhaltensweise beschreiben mit einem Reiter, der sitzt im Neokortex, hört sich toll an, das ist die Großhirnrinde und der beschreibt unsere Vernunft und das Bewusstsein. Dann gibt es ein zweites Wesen, das ist der Elefant, von dem hier in diesem Vortrag sehr viel die Rede sein wird.
Der repräsentiert das sogenannte limbische System. Das ist so unser unbewusstes Gefühlswelt, Kleinhirn, Mandelkerne, was auch immer. Ich habe mir das jetzt auch nur angelesen, ich bin da kein Experte. Auf jeden Fall, der Elefant repräsentiert unser Unbewusstes, unsere Gefühlswelt. Und diese beiden Wesen sitzen bei uns im Kopf. Und jetzt möchte ich mal kurz diese beiden Wesen charakterisieren. Der Reiter, den habe ich hier als Akademiker dargestellt, das ist die Vernunft, die Rationalität, der ist schwach. Der hält nicht lange durch. Wenn man den überfordert, ist der schnell am Ende. Dann kann er sich auch nur einige Dinge merken. Das kennen Sie als Softwareentwickler wahrscheinlich allein durch die Metrik McCabe, dass man also bei der Verschachtelungstiefe aufpassen muss, also 6, 7, eben klang mal die Zahl 8 an, was man sich merken kann, egal. Jedenfalls deutlich unter 10 Dinge kann man sich gleichzeitig merken. Das sind sogar Schimpansen etwas besser als wir. Dann braucht er klare Instruktionen. Das heißt, wenn ich mit etwas sehr Kompliziertem anfange und den Reiter damit überfordere, dann fängt er an zu philosophieren. Dann analysiert er sich zu Tode und produziert viele TBUs. Sie wissen wahrscheinlich, was ein TBU ist. Nein? Das ist true but useless. Also es ist wichtig, den Reiter klar an die Hand zu nehmen, ihm klare Instruktionen zu geben, ihn nicht zu überfordern, er ist relativ schwach und kann sich auch nicht viel merken. Das ist also unsere Vernunft, das, was uns von den Tieren abhebt. Dann gibt es den Elefanten. Was man erstmal sieht, der Elefant ist recht groß und stark. Sicherlich größer und stärker von der Muskelkraft als der Reiter. Er ist ein Herdentier. Dann braucht er Motivation. Am besten intrinsische Motivation. Sonst macht er nichts. Er ist nämlich faul. Und er liebt gerne tief hängende Früchte, also Quick Wins. Außerdem hasst er unbekanntes Terrain. Das heißt, wenn wir unsere Komfortzone verlassen oder einen Wandel vor uns haben, was Neues machen, dann will der Elefant nicht so gern. Das mag er nicht. Da muss man also aufpassen. Was er aber hat, ist eine starke Intuition. Es ist so, dass wir manchmal so Nase nennen oder Bauchgefühl. Der Elefant, das Unbewusste, speichert unheimlich viel ab, was dem Bewussten nicht zugänglich ist und rechnet irgendwo im Hintergrund irgendwas aus. Und manchmal kommt irgendwie eine Intuition, Bauchgefühl, das manchmal gar nicht so schlecht ist, dass man also nicht einfach vernachlässigen soll. Das sind so die beiden Charaktere, die in uns sind. Ups, da habe ich verkehrt drum gedrückt. So, und auf diesem Elefant, da sitzt jetzt dieser kleine Reiter, kann man das sehen, da oben, wo der rote Pfeil ist. Wir haben gehört, der ist schwach und der versucht jetzt den Elefanten in seine, dahin zu dirigieren, wo er hin will, der Reiter. Und wo der Elefant oft nicht hin will, das ist das Problem. Habe ich jetzt hier noch verkehrt rum drauf gesetzt, das hat aber nichts zu bedeuten, das ist einfach, damit man den Reiter besser sehen kann. So, jetzt kommen wir zu der ganz spannenden Frage. Wer ist der Chef? Wer hat die Kontrolle? Der Reiter oder der Elefant? Was meinen Sie? Kommt drauf an, ja, das ist die gute Antwort, kommt drauf an. Das ist nicht so klar, das ist sogar ein recht spannender wissenschaftlicher Streit im Moment im Gange, wer die Kontrolle hat. Ich will das mal so ein bisschen illustrieren. Freud hat unser Unbewusstes und das Bewusste mit dem Eisberg verglichen. Wie wir alle wissen, ist das meiste vom Eisberg unter Wasser, ungefähr 6- bis 7-facher Teil. Die Spitze guckt raus. Und Freud hat gesagt, okay, die Spitze des Eisberges ist unser Bewusstsein und unter Wasser ist das Unbewusste. Heutzutage ist man dann noch etwas radikaler. Kann man das sehen? Da oben ist so ein kleiner Kreis. Manche sprechen sogar vom Schneeball, das ist vielleicht übertrieben, aber es sieht so aus, als ob die Spitze von der Spitze unser Bewusstsein ist und der Rest ist unbewusst. Das heißt, unser Unbewusstes reicht noch aus dem Wasser raus. Also allein von der Größenverhältnis kann man da ein bisschen Angst kriegen, was mit der Vernunft los ist.
Und das hat dann auch einen recht bekannten Hirnforscher in Deutschland zu einem sehr provokanten Spruch verleitet. Das ist der Wolfgang Prinz. Dieser Spruch ist sehr umstritten. Ich will das auch offen lassen, weil ich da keine Ahnung habe. Aber er sagt, wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun. Das heißt, wir konfabulieren. Was ist konfabulieren? Braucht man nicht wissen, aber konfabulieren ist, wenn man sich im Nachhinein rechtfertigt, etwas getan zu haben. Das heißt, dieser Hirnforscher geht davon aus, damit ist er aber nicht, vertritt er nicht die gesamte Meinung, aber er geht davon aus, dass wir nur die Kontrolle, die Illusion haben, unsere Handlungen zu kontrollieren. Dass also irgendwas im Unbewussten unsere Handlungen triggert und wir versuchen dann, der Reiter versucht dann im Nachhinein, das so hinzudrehen, dass man denkt, man hätte sich selber entschieden. Gut, das ist sehr umstritten. Die Philosophen sind natürlich dagegen, auch andere Hirnforscher. Aber das zeigt so ein bisschen, wo die Reise so hingeht, wo der Chef sitzen könnte. Also man darf zumindest den Elefanten nicht unterschätzen. Also fasse ich das zusammen. Der Reiter, Vernunft, ist ein tolles Organ. Wir können damit abstrakt denken, programmieren. Also der Elefant könnte keine Zeile Code schreiben. Wir können programmieren, wir können tolle Wissenschaft machen. Relativitätstheorie hat es ja auch hier schon als Stichwort gegeben. Das könnte der Elefant nicht. Wir können also unsere Welt, die Sicht der Welt mit unserem Reiter enorm erweitern, auch durch Hilfsmittel wie Messgeräte, Infrarot und was nicht alles, Röntgen, was wir alles machen können. Er bietet auch eine Sprache, das ist nicht nur die normale Sprache für die Kommunikation, auch die Programmiersprache kann man darunter nehmen, die uns viele Möglichkeiten eröffnet, was der Elefant nicht kann. Also ganz toll. Aber der Reiter hat nur was zu sagen, wenn der Elefant nichts Besseres oder Wichtigeres vorhat. Das heißt, wenn ich den Elefanten nicht mit ins Boot nehme, dann habe ich ein Problem. Dann ist der Reiter zu schwach, um auf die Dauer sich gegen den Elefanten zu stemmen. Da gibt es ganz interessante Versuche, die laufen unter dem Stichwort Ego-Depletion. Da hat man Folgendes gemacht. Man hat zwei Gruppen warten lassen in einem Raum. Eine Gruppe, die hat einen Tisch mit tollen Süßigkeiten, Schokolade, Keksen vor sich, durfte das aber nicht anrühren. Man hat gesagt, nee, das ist für andere, da dürft ihr nicht dran. Dann hat man die warten lassen und dann mussten beide Gruppen nachher Aufgaben erfüllen. Und die, die sich da quälen mussten und die Schokolade nicht anrühren durften, die haben wesentlich schlechter abgeschnitten. Das war Statistik signifikant. Das heißt, der Reiter hatte da einiges zu tun, den Elefanten im Zaum zu halten, hat sich da erschöpft und konnte dann nachher nicht so gut die Aufgaben lösen. Also das ist das Stichwort Ego-Depletion. Und wenn man sich Vorsätze vornimmt, die irgendwo doch illusorisch sind oder die der Elefant absolut nicht mittragen will, dann hat man irgendwann ein Problem. So, um das nochmal zu veranschaulichen, möchte ich das in einer Geschichte nochmal erzählen, damit das ein bisschen hängen bleibt. Wir haben ja auch schon eine ganze Menge Geschichten hier gehört und uns daran erfreut. Wir gehen wieder zu Silvester und wir stellen uns mal vor, wir wollen joggen. Der Reiter hat die Idee, ich muss mehr Sport machen, tut mir körperlich gut, ich möchte joggen. Ich habe natürlich wenig Zeit, also mache ich das morgens vor der Arbeit, ist doch klar. Am Wochenende muss ich mich um die Kinder kümmern und so weiter, das geht nicht. Also morgens vor der Arbeit aufstehen, also früher aufstehen und wir gehen joggen. Da wir uns den Vorsatz Silvester gefasst haben, wollen wir das natürlich auch gleich in die Tat umsetzen. Wir wollen nicht Monate warten, ist es eh vorbei, sondern wir fangen gleich an. Nicht unbedingt am 1. Januar, nein, da müssen wir ausschlafen. Wir haben eine Silvesterparty hinter uns, dann kommt der 2. Januar. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt keinen Urlaub, sondern wir sind fleißig, gehen gleich zur Arbeit. Am 2. Januar schellt der Wecker furchtbar früh. Vielleicht sind wir noch ein Eulenmensch und sind morgens nicht so gut drauf. Und der Reiter muss schon ganz schön zappeln und tricksen, um den Elefanten aus dem Bett zu schmeißen. Das geht vielleicht noch, steht dann auf, joggt, ist auch alles ganz okay. Klasse. So, jetzt haben wir Januar. Und was passiert im Januar? Es kann den Wintereinbruch geben. Wir haben Schnee.
Am 3. Januar schellt der Wecker natürlich wieder. Es schneit und man hört es noch ums Haus pfeifen im Wind. Im Schlafzimmer ist kalt. Der Alter denkt, ach Scheiße, wie kriege ich den Elefanten aus dem Bett? Und er versucht es, der Elefant sagt, nee, ich mach das nicht. Na gut, er lässt sich noch überreden, den rechten Zeh unter der Bettdecke herzustecken. Und der Zeh merkt, es ist verdammt kalt im Schlafzimmer. Und draußen bestimmt auch. Und dann pfeift es nochmal ordentlich und dann zieht der Elefant in einem Reflex den Zeh wieder zurück unter die Bettdecke. Und das war's dann. Nee, du kriegst mich nicht raus. Keine Chance. Ich bleibe im Bett. Der Reiter merkt, da kommt eine Niederlage auf mich zu. Was mache ich jetzt? Und dann fängt er an zu konfabulieren. Wir wissen jetzt, was das ist. Er sagt sich, wenn ich jetzt rausgehe, dann hole ich mir eine Erkältung, das ist auch nicht gesund, oder ich habe eine Grippe, kann ich nicht arbeiten. Meine Knie sind auch nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr der Jüngste, und dann bei dem kalten Wetter hole ich mir Rheuma. Nee, das ist schon okay, ich bleibe jetzt im Bett. Dreht sich um, schläft weiter. Super. Und was passiert dann? Am nächsten Morgen? Die Sache ist gelaufen, der Vorsatz ist im Eimer. Er steht nicht mehr auf. Der Elefant hat gewonnen. Und das war ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil wenn wir unsere Evolution uns angucken, dann ist das ein tolles Team, dieser Reiter und der Elefant. Die haben super zusammengearbeitet immer. Und ein Höhlenmensch wäre verrückt gewesen, in einem Schneesturm rauszugehen. Der war gut beraten, drin zu bleiben. Und das ist Sinn der Sache. Das Problem, was wir jetzt haben, ist nur, der Elefant passt nicht mehr so richtig in unsere Welt. Die Welt ist rational, alles ist vernünftig, vernunftgetrieben, logisch. Wenn wir zur Arbeit gehen, brauchen wir nicht in den Schneesturm, wir setzen uns ins Auto, alles wunderbar. Und auf den Elefanten nimmt keiner Rücksicht. Und die meisten Firmen, die nehmen auf den Elefanten wirklich nicht viel Rücksicht. Da wird alles vernunftgetrieben gemacht, Prozesse, habe ich selber auch früher gemacht, Prozesse, Tabellen, Zahlen. Und der Elefant, der wird einfach vernachlässigt. Und dabei ist der Elefant ein sehr mächtiges Wesen in uns. Und dann kommen wieder diese 120 Milliarden Verlust im Jahr, die wir haben allein in Deutschland. Und dann kann man sich vorstellen, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil dieses Verlustes und dieser emotionalen oder der geringen emotionalen Bindung von Arbeitnehmern zu ihren Firmen sicherlich da auch herkommt, dass der Elefant nicht berücksichtigt wird. Dass einfach der Spaß fehlt, die Motivation fehlt. Dass man immer nur an den Reiter denkt, wenn überhaupt. Den überfordert man dann auch noch, aber der Elefant wird ignoriert. Was kann man da machen? Und jetzt möchte ich einfach mal so ein bisschen ein paar Regeln oder ein paar Dinge beschreiben, wie man Elefant und Reiter mit ins Boot nimmt, wie man die berücksichtigen kann. Das ist dann der nächste Part in meinem Vortrag. Zum Beispiel keine riesigen Prozessbeschreibungen oder Anweisungen seitenweise, sondern Regeln. Einige Regeln muss es geben, es gibt nun mal Grenzen, aber diese Regeln müssen klar sein. Und der Reiter ist ja nicht doof, der macht dann schon was daraus. Der Reiter ist schwach, das heißt, er braucht auch Erholung. Dauerstress ist gar nichts für den Reiter. Das heißt, wir müssen für Nachhaltigkeit sorgen. Da komme ich dann auch noch ziemlich am Ende meines Vortrages drauf. Beim Elefanten müssen wir sehr stark die Motivation im Auge haben. Das ist ein sehr starkes Ding, was man beim Elefanten beachten muss. Und zwar die intrinsische Motivation, also den eigenen Tritt in den Hintern sozusagen. Da helfen auch keine Boni. Zu der Motivation gehört, ich muss wissen, was mache ich denn in der Firma überhaupt, was macht unsere Firma, was mache ich im Projekt, ich brauche eine Vision, das ist auch schon angesprochen worden hier. Das heißt, ich darf mich nicht als Rädchen in einem unübersichtlichen System sehen, sondern ich muss eine klare Vision haben, wo ich sage, toll, das ist super, das machen wir. Dann gehört dazu sowas wie Respekt und Wertschätzung. Der Elefant ist schnell beleidigt. Und Motivation kann man auch durch Ehre, bei der Ehre packen, bekommen. Bei der Software wäre das Craftsmanship zum Beispiel ein Stichwort.
Da gibt es ja den Bob Martin, den Clean Code Papst beispielsweise. Man hat ja auch ein viel besseres Gefühl, wenn man gute Software entwickelt und dazu stehen kann und stolz auf seine Arbeit ist. Und Stolz und Ehre, das sind Gefühle, die gehen natürlich sofort in Richtung Elefant. Damit kann man natürlich auch Motivation bekommen. Dann neben der Motivation ist es so, ich selber bin zwar Bergsteiger, mache das gerne, aber der Elefant, der geht nicht gerne die Matterhorn-Nordwand hoch. Der möchte nicht auf den großen Berg steigen. Sie kennen das sicherlich alle, stellen Sie sich Ihren Schreibtisch vor, da ist so ein großer Haufen Arbeit drauf. Und Sie müssen das jetzt angehen. Dann verzweifelt man erstmal und kriegt irgendwie einen Föhn und weiß nicht, wo man anfangen soll. Das ist der Elefant. Besser sind kleine Stipps. Und das haben wir jetzt auch schon zur Genüge gehört. Wenn ich dann eine kleine Portion Arbeit habe, mich darauf konzentrieren kann, den großen Berg erstmal vergessen kann, dann geht es mir schon viel besser. Das nächste sind die tief hängenden Früchte. Der Elefant möchte gerne abstauben, ohne viel zu investieren. Das ist ja auch von der Überlebenstechnik, ich sag mal in der Steinzeit oder da, wo wir herkommen, sehr verständlich, Energie sparen und trotzdem viel absagen. Das heißt, wir brauchen Quick Wins. Wenn ich also irgendwo ewig lang dran rumhamble und kriege keine Erfolge, dann ist der Elefant nicht mehr dabei. Da muss auch Hoffnung dabei sein. Dann mag der Elefant ja kein fremdes Terrain. Das hatten wir eben gesehen. Das heißt, er braucht Anleitung, wenn er mal einen fremden Weg gehen soll. Aber er möchte auch das Gefühl haben, dass er da selber was geschafft hat, dass ihm nicht alles vorgegeben wird, sondern dass er in der Lage war, seinen Weg zu finden. Aber beim fremden Terrain muss man vorsichtig sein, vielleicht diese kleinen Steps von eben mitnehmen, Anleitung und ihn dann auch mal ein bisschen laufen lassen. Das ist ideal. Ja, und mit dem Berg, das gilt natürlich auch für Dokumentation. Das heißt nicht, dass es keine Dokumentation geben muss, das wissen wir alle, das brauchen wir, aber aufpassen, das ist so ähnlich wie mit dem riesigen Berg Arbeit. Der Elefant ist faul, der möchte das nicht lesen. Ich glaube, stellen Sie sich vor, Sie haben sicherlich schon mal irgendein komplexes Gerät gekauft, elektronisches Gerät ausgepackt und dann haben Sie die Bedienungsanleitung gleich zur Seite gelegt und erstmal gespielt. Das war bestimmt besser als erst Bedienungsanleitung lesen und dann an das Gerät zu gehen. Also meistens macht man es umgekehrt. Das ist auch der Elefant. Und der Reiter, das ist dieser Herr mit dem Zylinder als Symbol, der möchte natürlich nicht überfordert werden. Wenn der jetzt einen Riesenhaufen Dokumentation analysieren muss, interpretieren muss, dann fängt er an zu philosophieren, sich im Kreise zu drehen und lauter TPUs zu produzieren. Also die beiden, der Elefant und der Reiter, sind sich da einig, die mögen keine übermäßige Dokumentation. So, ich fasse das zusammen. Der Reiter, das ist dieser Zylindermensch, der ist zufrieden, wenn er wenige Regeln hat. Er kann sich ja auch nicht so viel auf einmal merken. Einfachheit ist gut, klare Ansage, den Rest macht er dann schon. Gilt auch beim Programmieren, immer KISS, keep it stupid simple, ja. Dann die Dokumentation, sollte schlank sein, liest man eh nicht. Und Nachhaltigkeit. Das heißt, er darf nicht überfordert werden, er ist schwach. Beim Elefanten ist die Motivation der größte Punkt, auf den man achten muss. Kleine Steps, tief hängende Früchte, Quick Wins. Und dann die Anleitung, eher ein bisschen Coaching an die Hand nehmen, anstatt ihm alles vorzuschreiben und so weiter. Das hat auch was mit Respekt zu tun und Wertschätzung, ihn mal laufen lassen. Der Elefant ist durchaus auch kreativ. Und auch er mag keine Dokumentation, er ist halt stinkfaul. Ist halt so. Da muss man mit umgehen. Es stellt sich die Frage natürlich, wie man das implementiert. Und da kommt man natürlich, wir sind auf einer agilen Konferenz, das macht man natürlich mit agilen Methoden, kann man das machen. Und mein Vortragstitel heißt natürlich Elefant und Scrum und Lieben. Also es ist klar, dass wir uns jetzt in diese Richtung bewegen. Schauen wir dann also noch mal kurz in das agile Manifesto. Haben wir auch jetzt schon ein paar Mal gesehen, ist aber auch gut, dass es auf einer agilen Konferenz einige Male gezeigt wird. Und hinter diesem agilen Manifesto steckt ganz tief unten drunter, stecken irgendwo agile
Werte, auch das ist schon angeklungen, wir haben das von Joseph eben noch gehört, das waren die Wurzeln des Baumes. Sowas wie Respekt, Commitment, Fokus und so weiter, Nachhaltigkeit. Und da sieht man schon, diese Dinge habe ich im Prinzip schon viele dieser Dinge angesprochen in der Charakterisierung von Reiter und Elefant. Das heißt, diese agilen Werte passen verdammt gut dazu, wie wir ticken. Das ist auch irgendwie kein Wunder, dass es so gekommen ist. Das heißt, zwischen zu Elefant und Reiter passen diese agilen Werte recht gut. Scrum ist natürlich jetzt so im Moment so die populärste Vorgehensweise in der agilen Welt. Und deswegen möchte ich jetzt einfach nochmal Reiter und Elefant und ihre eigenen Arten so ein bisschen mit den Standard-Scrum-Praktiken mappen. Die Standard-Scrum-Praktiken, von denen man zumindest erstmal ausgeht, ehe man dann natürlich sich seinen eigenen Weg sucht. Das gilt jetzt, diese Vision gilt natürlich nicht nur für Scrum, die sollte auch für klassische Projekte gelten. Wir brauchen natürlich für das Projekt eine Vision, wenn wir ein Projekt machen. Selbst für den Sprint sollte man eine Vision haben, dass man sagt, okay, die und die Features passen jetzt zusammen, wir bauen jetzt dieses und jenes und wenn wir jetzt mit dem Sprint fertig sind, dann kann der Kunde das und das machen, irgendeine Vision. Wenn ich diese Vision habe, dann ist der Elefant davon begeistert, hoffentlich, und das stärkt die Motivation. Als wenn man jetzt irgendwas machen soll und man weiß gar nicht, wie das zusammenpasst und was das eigentlich soll. Das nächste ist, das Typische bei Scrum ist das Empowerment des Teams. Dass man also da durchaus Selbstorganisation zulässt, je nachdem, wie reif das Team ist. Diese Selbstorganisation und das Empowerment ist natürlich auch eine Wertschätzung der Firma an das Team. Man traut dem Team was zu. Ja, man macht kein Micromanagement, übertreibt das Controlling nicht, sondern man schätzt seine Mitarbeiter und sagt, ihr schafft das schon, ihr könnt da schon was selber auf die Beine bringen, ihr wisst am besten, wie es geht, ihr seid an der Front. Und es hat natürlich auch was mit Respekt zu tun. Wenn man jemanden erhöht und jemandem mehr Macht gibt, dann ist das auch eine Art von Respekt, die man diesem zollt. Das hat der Elefant gerne. Man hat ja auch noch den Scrum Master dabei, dessen Aufgabe natürlich auch ist, so ein bisschen das Team zu coachen, auf der Reise zu begleiten und in unbekanntes Gelände mitzuführen, was auch gleichzeitig, wie gesagt, für den Elefant sehr gut ist, weil eigentlich mag er neue Sachen, fremde Sachen nicht. Ja, dieses Steps ist ganz klar, dass das gut zu den Sprints passt. Je kleiner, desto besser. Das heißt, der Elefant wird praktisch an der Nase rum oder am Rüssel rumgeführt. Er geht von Sprint zu Sprint zu Sprint, hat immer die Aufgaben des Sprints vor sich und merkt gar nicht, wie er auf einmal doch oben auf dem Matterhorn auf dem Gipfel ist, ohne dass er weiß, dass er durch die Nordwand geklettert ist. Hoffentlich jedenfalls, wenn das Projekt geglückt hat. Quick Wins, niedrig hängende Früchte. Das kommt natürlich einmal durch die Priorisierung im Backlog, wo kann ich schnell was gewinnen und wo merke ich diese Quick Wins? Am Ende des Sprints hoffentlich in der Sprint-Demo, wenn ich es dann auch geschafft habe, was hinzukriegen, Stories abzuschließen. Dann habe ich eine Sprint-Demo. Wenn man zum Beispiel jemanden bittet, eine Demo zu machen, dann merkt man auch, dass er so ein kleines bisschen stolz ist, habe ich jetzt gemacht, das führe ich vor. Vielleicht ist dann noch der Chef dabei, ist dann natürlich ein bisschen aufgeregt, aber man merkt, guck mal, jetzt kann ich zeigen, was ich gemacht habe. Manche, die sagen, ach, das war ja gar nicht so toll, was ich gemacht habe, das kann man gar nicht zeigen. Und wenn man trotzdem behalten, Mensch, das ist so schlecht nicht, das ist super, was du gemacht hast, sieht man vielleicht nicht so, aber dann zeige ich mal hier ein Skript oder irgendwas anderes, was du gemacht hast. Teil das den anderen mit, dann merkt man, wie derjenige doch irgendwie erfreut ist, stolz ist, dass er was gemacht hat. Und das sind so die Quick Wins, die er hat. Er hat irgendwas geschafft in dem Sprint und kriegt dafür auch Anerkennung. Das ist also auch wichtig und geht dann natürlich voll in Richtung Elefant. Also diese Demos sind also nicht nur ein Druckmittel, es muss was Lauffähiges gezeigt werden, sondern die sind auch eine Anerkennung, die Möglichkeit, so ein bisschen bei der Ehre gepackt zu werden.
Für den Reiter ist es natürlich gut, dass erstmal so das Scrum-Framework erstmal auf den ersten Blick wenige Regeln und Rollen hat. Das ist nicht einfach, das Scrum zu implementieren, ist klar, aber die Rollen und Regeln sind erstmal sehr einfach, sehr übersichtlich, kann man sich gut merken. Das gefällt dem Reiter. Nun zur Dokumentation. Ich meine hier natürlich Overhead-Dokumente. Ich meine jetzt nicht, dass es auch Architekturdokumente geben kann oder wenn man jetzt im medizinischen Bereich tätig ist, dass man da auch sehr viel nachweisen muss, um bestimmte Normen zu erfüllen. Das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich die Overhead-Dokumente, die allein für die Vorgehensweise Scrum nötig sind. Da sind es ja nicht viele, zum Beispiel das Product Backlog, wie immer man das realisiert, irgendwelche Burn-Down-Diagramme, die man teilweise auch auf Papier zeichnen kann. Das geht relativ einfach. Oder ein Sprint-Backlog oder Scrum-Board oder wie immer man das Ganze nennen will. Das ist nicht viel und ist natürlich sehr, sehr gut für den Reiter, der auch mit einem Blick auf dem Scrum-Board relativ schnell sehen kann, wie der Stand des Sprints ist. Das erfasst man recht gut, auch allein als Pattern. Wie viel ist in Progress? Sind die wichtigsten Stories angefangen oder ist unten angefangen worden? Das sind Dinge, wenige Dinge, die man mit einem Blick relativ schnell erkennen kann und die dem Reiter entgegenkommen, der sich ja auch nur 6, 7 Dinge gleichzeitig merken oder bearbeiten kann. Auch der Elefant ist natürlich zufrieden, der ist faul. Man muss da an der Stelle nicht ganz so viel machen. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen, was so das Mapping von Scrum zum Reiter und Scrum zum Elefanten ist. Der Reiter mag es sehr einfacher und klar, und das ist definitiv der Fall bei Scrum. Ich habe jetzt noch nichts über die Nachhaltigkeit geredet. Natürlich wollen agile Methoden auch nachhaltig sein, Überforderung vermeiden, aber auf die Nachhaltigkeit komme ich gleich noch zu sprechen. Beim Elefanten ist es so, dass man den Elefant motivieren muss, das ist erstmal das Wichtigste. Das kriegt man natürlich durch eine Vision hin, durch Respekt, Wertschätzung, indem man auch Selbstorganisation zulässt. Dass also dort Entscheidungen getroffen werden können, wo das Risiko ist, wo wir es eben gehört haben. Dass wir Steps, kleine Steps machen, Baby-Steps, einmal als Sprint und einmal in der Retro, wenn wir immer wieder Feedback haben, Maßnahmen definieren, dann wird man ja auch nicht 20 Maßnahmen gleichzeitig lösen wollen, sondern nur die wichtigsten 2 oder 3. Das kommt dem Elefanten sehr entgegen und man hat, hoffe ich, in der Regel positives Feedback bei der Demo. Und wenn man in einer Organisation ist, wo Lernen erlaubt ist, dann wird man also nie bestraft werden, wie wir das eben schon von Joseph gehört haben. Und das ist im Prinzip immer positives Feedback, das den Elefanten ermutigt. Jetzt habe ich darunter noch geschrieben, die Kapazität oder die Fähigkeiten des Elefanten nutzen. Das haben wir bisher noch gar nicht betrachtet. Auch das möchte ich am Ende meines Vortrages noch kurz anschneiden. Aber man kann mit Sicherheit unter dem Kapitel Motivation des Elefanten und diesen einzelnen Punkten sicherlich einen grünen Haken machen. Das passt eigentlich ganz gut zu Scrum. Das heißt, da kann man sich sicher sein, dass der Elefant das Scrum liebt. So, und um jetzt die beiden letzten Punkte noch abzuhandeln, einmal die Nachhaltigkeit und einmal die Fähigkeiten des Elefanten zu nutzen, möchte ich nochmal so einen ganz kleinen Ausflug in die Gehirnwellen machen. Ich habe da vor 2 Wochen auf der LAS in Zürich einen sehr netten Vortrag von John Stiff gehört, der auch über diese Gehirnwellen erzählt hat. Der macht so Biofeedback und ist vor ein paar Jahren auf das Scrum gestoßen und findet das da ganz toll. Da ging es um Retrospektive, also das war sehr nett. Ich habe da unten mal den Link stehen, da kann man sich auch den Vortrag runterholen. Und das hat mich so ein bisschen inspiriert, auch noch ein bisschen was über diese Gehirnwellen, die passen so gerade in mein Thema rein, noch zu erzählen. Da gibt es, es ist natürlich so, wenn man ein EEG macht, dann ist es ein wildes Durcheinander von den verschiedenen Typen von Wellen, die es gibt, aber es gibt in verschiedenen Modi, in denen das Gehirn sich befindet, ob Schlaf oder hoher Konzentration, gibt es dominante Gehirnwellen. Und es gibt einmal die Delta-Wellen, die sind sehr niederfrequent, die gehen bis so 4 Hertz, ist also nicht viel. Die sind dann dominant, wenn man tief schläft. Da gibt es die Theta-Wellen, die sind ein bisschen höher frequent, aber auch noch recht niedrig, 4 bis 7 Hertz ungefähr.
die sind dann da, wenn man so dösig ist, so kurz vorm Einschlafen. Oder wenn man indischer Guru ist und super meditieren kann, dann kriegt man das auch hin, in diesen Zustand zu kommen. Und diese Wellen, Theta-Wellen und Delta-Wellen, die sind doch eher dem Unbewussten zuzuordnen, den unbewussten Aktivitäten, also den Aktivitäten im Gehirn, die das Unbewusste ausmachen. Das heißt, wir können da mal den Elefanten mit assoziieren, ganz grob. Dann gibt es noch die Beta-Wellen, die sind recht hochfrequent, zumindest im Vergleich zu den anderen, 12 bis 40 Hertz. Die sind immer dann sehr stark vertreten, wenn man hohe Konzentration aufbringt oder wenn man komplizierte Bewegungen durchführt. Die gehen wirklich mehr in Richtung Bewusstsein. Das hat was mit dem Reiter zu tun. Und wenn man jetzt in absoluten Stress ist und in Alarmbereitschaft, ob das nun ein Tiger ist, der hinter einem her ist, oder ob man in der Firma den Stress hat und der Chef einem im Nacken sitzt und man irgendwas erledigen muss, dann kommt man in die hohen Beta-Wellen, das geht dann bis 40 Hertz. Das ist ein Zustand, der auf die Dauer nicht sehr gesund ist. Den sollte man auf die Dauer vermeiden. Und dann gibt es noch da oben die Alpha-Wellen, die sitzen so ein bisschen zwischen den Beta-Wellen und den Theta-Wellen. Es gibt da eine ganze Menge esoterischen Quatsch über die Alpha-Wellen, aber was man sagen kann, ist, dass diese Alpha-Wellen, so bildlich gesprochen, zwischen Beta und Theta ein bisschen vermitteln. Die liegen ja auch dazwischen, das ist jetzt ein bisschen lax gesprochen, aber ich bin kein Hirnforscher. Die Alpha-Wellen sind dann dominant, wenn man entspannt ist und wenn man in dieser Entspannung ist, dann ja, praktisch die Kommunikation zwischen Vernunft und oder Bewusstsein und Unbewusstsein zwischen Reiter und Elefant besonders gut. Das ist, habe ich mal gehasst, und zwar, ich hatte mal einen Chef, das war Professor an der Uni, ich bin ja lange an der Uni gewesen, und der kam dann immer morgens, wenn ich dann schon seinen Blick sah, scheiße. Dann war der unter der Dusche gewesen und dann sagte er, ich habe wieder eine super Idee unter der Dusche gehabt. Ich habe das gehasst zum 16. und haben wir dem eine silberne Duschkopf geschenkt. Der kam dann mit diesen Ideen, manche waren gut, muss man zugeben, aber manchmal hat es auch genervt. Also in diesem Alter war der wahrscheinlich unter der Dusche im Alpha-Zustand und war so entspannt, dass auf einmal super Ideen kamen. So, wie kann man das jetzt nutzen? Ab und zu in den Alpha-Mod gehen, sage ich mal ganz lax, mit seinem Elefanten kommunizieren. Das heißt, wo will ich kreativ sein? Natürlich beim Entwickeln, klar, aber wo will ich auch kreativ sein? Zum Beispiel in einer Retrospektive. Da will ich ja gute Ideen haben, was für Maßnahmen könnte man machen, wo habe ich Probleme und so weiter. Und ich habe das vielfach so gemacht, ich habe dann bei Retrospektiven Stress gemacht. Wir müssen dann fertig sein, Timeboxed, bla 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 und eine Uhr in die Hand gegeben, jeder 3 Minuten Redezeit, zack, 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 zack. Ja, sehr agil, aber vielleicht doch nicht so richtig. Also ich bin jetzt mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass man doch vor so einer Retrospektive mal Entspannung haben muss. Einfach mal Leuten sagen, komm, macht mir die Augen zu. So in den Alpha-Mod kann man zum Beispiel gehen, das können Sie immer ausprobieren, so was wir machen. Alle die Augen schließen, schon Augen zu machen. So, tief durchatmen ein paar Mal und auf die Atmung achten. Und entspannen. So, wir brechen es jetzt ab. Wer gut war, der hat schon mal so ein bisschen Entspannung bekommen dadurch. Wer das noch üben muss, der kann bis zu 5 Minuten brauchen, bis die Alpha-Wellen dominant werden. Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, dieses zwischendurch mal zu machen. Auf irgendeine Art und Weise. Von mir aus duschen oder Augen zumachen, egal, jedenfalls entspannen. Gut, vor der Retrospektive kann man nicht duschen, aber in der Regel jedenfalls nicht. Aber man sollte den Teilnehmern schon mal Zeit gönnen, sagen, komm, jetzt entspannt euch mal und einmal kurz runterfahren. Die Ideen, die dann kommen, sind bestimmt im Mittel besser, als wenn man da mit vollem Stress dran geht. Weil wenn man im Beta-Mode ist, im Stress-Mode, dann hat man so einen Tunnelblick, den Detailblick. Wenn man etwas entspannter ist, dann hat der Elefant auch ein bisschen was zu sagen und der ist mehr ganzheitlich. Der weiß so viel, was er unserem Bewusstsein vorenthält. Manchmal kommen aus der Tiefe super Ideen und weiß gar nicht genau woher. Und das kann man dadurch etwas, ja, etwas verbessern, diese Ideenlage, indem man einfach entspannt rangeht. Ich denke mal, Einstein wird seine Relativitätstheorie sicherlich nicht im Stress entwickelt haben. Das Gleiche kann man machen bei Schätzungen, Planning, Poker,
ist ja auch allgemein bekannt. Und das ist ein Bauchgefühl, was man da hat. Woher weiß ich, dass die Story XYZ 13 Storypoints hat? Gut, die andere hat 20 Storypoints, da kann ich ein bisschen abschätzen. Aber woher weiß ich das so genau? Dieses Abschätzen mit Zahlen auf einer Skala ist typisch, spricht typischerweise den Elefanten an. Ja, der kann aus dem Bauch heraus sagen, okay, bewerten Sie auf einer Skala von 0 bis 10 beispielsweise, gibt es ja oft. Das ist eine typische Aufgabe für den Elefanten. Und da ist es auch gut, wenn man da entspannt dran geht und aus dem Bauch heraus einfach den Bauch sprechen lässt. Also auch bei Estimation oder Planning Broker, Schätzungen und so weiter, ist es ganz praktisch, da etwas entspannt dran zu gehen. Auch da habe ich selber auch schon in der Vergangenheit gebockt, auch wieder timeboxed, was ja eigentlich gut ist, und dann so ein ganzes Release durchschätzen lassen. Sollte man vielleicht etwas entspannter durchführen. So, und dann ist der Alpha-Mode natürlich auch wichtig für die Erholung. Der Reiter ist schwach. Gerade wenn er den Elefant in eine bestimmte Richtung mal drängen muss, das hält er nicht lange durch. Man muss ihm Pause gönnen. Das heißt, nach jeder Task, die ich am Scrum-Board auf To Be Reviewed oder besser noch auf Done geschoben habe, einmal durchatmen, Pause machen, relaxen. Und dann bin ich bei der nächsten Task umso besser. Also nicht gleich nächste Task und zack, los, sondern sich auch mal zwischendurch einmal durchatmen und Pause geben. Und da sieht man auch, die agilen Methoden, gerade mit den Sprints, die sind ja auch so rhythmisch aufgebaut, auch beim Sprint. Da gibt es immer eine gute Gelegenheit, wenn man den Sprint beendet hat, vielleicht auch nach der Planungsphase. Also wir machen das immer so, dass wir den Review, Planung, Retro an einem Tag machen, also den Abschluss des einen Sprints und die Planung des neuen Sprints an einem Tag. Das kann man auch anders machen, wir machen es halt so, dass man dann vielleicht danach sagt, okay, komm, jetzt relax ich mal danach kurz, ehe ich wieder an das Neue gehe. Einfach um dem Reiter ein bisschen Zeit zu geben, entspannt zu sein, und dann kann man auch wieder mit voller Kraft loslegen. So, diese Message wollte ich noch ganz zum Schluss meines Vortrages loswerden. Wenn man also den Elefant und den Reiter mit ins Boot holt, auch auf Nachhaltigkeit achtet, dann denke ich mal, wird sich hoffentlich so eine gewisse Gelassenheit einstellen, wie bei diesem alten Mann. Und man hat auf alle Fälle eine deutlich höhere Chance, sein Projekt zum Erfolg zu führen, als wenn man den Elefanten ignoriert. So, damit bin ich mit meinem Vortrag fertig. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.